Wenn der Referee faule Miss ansagt, kann natürlich Steve Davis auch verlangen, dass der Ball nochmal zurückgebaut wird. Lang mit Siegen über Jimmy White und Graeme Dott. Jeweils 4:2. An weiteren Niederlagen 1:5 gegen Ronnie Sullivan, 2:4 gegen Ding und Rui und auch 2:4 gegen Stephen Hendry. Eine Kombination an. Voilà. Super gemacht. Vom Weltmeister. Weltmeister gegeben. Geholt und dann ist es wieder etwas ruhig um ihn geworden. Aber man muss auch sagen, dass die Spitze im Snooker viel breiter geworden ist. 99, c'est incroyable. Il a besoin de cette bleue en diagonale, ce qui c'est pas évident après toutes ces billes entrées. Oh là là, avalé la bille, avalé, bravo. Super, très bien placé sur la. Ouais. War natürlich super gemacht. Rot versenkt und die andere rote von der Bande weggeholt. Hier noch einmal Zeitlupe. The both together actually. Pink to the corner. I don't expect him to miss this one either. This is a practice session. Seven. Jetzt natürlich die Chance für Ronnie O'Sullivan. Schwerer Ball, fantastisch gemacht. Jetzt wird sogar wieder in die Qualifikationsturniere gehen, um an den Ranglistenturnieren teilzunehmen. Und da ist er bislang bei allen Frühzeiten gescheitert. Aber hier in der Premier League, da hat er doch zweimal war er schon Weltmeister, gehört auch zu den Snookerspielern, die durchaus sich vorstellen können, auch beim Poolbillard. Two frames to nil, but the biggest surprise is Stephen Lee nil, Gerard Green three. Gerard Green, the Irishman, has beaten Stephen Lee as Ronnie plays a superb shot off 75. Two cushions to split up the reds and put himself beyond the snooker's required position so far as Marco Fu is concerned. And well, just look at this again. One cushion, two cushions, bang, splitting up the reds. Sur le haut de la table, cette bille rouge, il l'a avisé. Il ne se snook pas. And again, what a terrific shot from Stephen. Exhibition shot, look at that, through the gap as well. 59. Sieht gut aus. Von hinten die 20. Oh. Exhibition stuff. Oh, he's playing the deep screw shot. Oh, what a shot. Well, I'll tell you what, too much. What a shot that was. Nine. Well, I know he's got some pure power, this lad, but that's just gone into a different level, really. Well, now, does he swerve around the black? Yes, he does. Good shot. That's a clever shot, that. He's not only swerved around, he's pulled the wide back as well. What a terrific shot that was. Well done.